herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und hiermit auch guten Morgen, weil es ist bei uns gerade mal 7 Uhr. Und ja, warum sind wir schon wieder auf den Beinen? Wir verlassen heute LA und da fahren wir lieber früh mit dem Auto los, weil der ganze Verkehrschaos lässt einen, glaube ich, nicht so schnell raus. Wir haben auch gehört, es ist wirklich echt schwer aus LA rauszukommen, deshalb denken wir uns lieber morgens, wo nicht so viel Verkehr ist. Obwohl, ich kann mir gut vorstellen, dass hier auch trotzdem schon Verkehr ist, wie groß die Stadt auch ist. Und ja, wir denken, wir haben jetzt morgens bessere Chancen und deshalb, jetzt geht's los mit dem Vlog, damit wir schnell los können. Jetzt sind wir ungefähr eine Stunde gefahren. Zu unserem Ziel sind es noch ungefähr 50 Meilen. Jetzt sind wir hier in, wie heißt das nochmal, Johnny? Redlands, so wie ich gesehen habe. Der Ort heißt hier Redlands und wir wollen einfach etwas frühstücken. Und da haben wir uns das IHOP ausgesucht. Ja, kennt Stefan irgendwas mit Pfannkuchen, habe ich gehört. Ja, ich glaube. Schon ganz lange her. Ich weiß nur, es war tierisch lecker. So, gehen wir mal rein, denn wir haben alle beide Kohldampf. Aber wie? So, jetzt haben wir unser Frühstück hier bekommen. Sieht total lecker aus. Ich habe hier mir Banana and Strawberry Pancakes bestellt. Und dann noch hier so eine, ja, Eier und, wie heißen die Dinger hier noch? Was habe ich jetzt gesagt? Keine Ahnung, wie es jetzt hier heißt. Ich habe es wieder vergessen. Und Johnny? Ja, bei mir gibt es was Herzhaftes. Und zwar habe ich hier Buttermilk Pancake, ja. Okay, dann so. Dann habe ich hier Eier, Würstchen, Bacon und den Rest weiß ich tatsächlich gar nicht, weil ich habe einfach gesehen, so, das ist gutes Breakfast und dann dachte ich mir, das ist genau perfekt für uns. Mir ist wieder eingefallen, heißt übrigens Hash Browns. So Johnny, wie war es? Dein erstes American Breakfast? Ja, sehr gut. Ich bin auch froh, dass ich jetzt ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie das hieß, bei uns in Deutschland gibt es ein, was für bei uns in Deutschland, ihr seid ja auch in Deutschland, bei uns in der Nähe von Bremen, da gibt es, wie heißt das, Lazy's Diner? Wie, du weißt, was ich meine? Ja, da ist es ja so, das ist quasi genauso gemacht wie so ein amerikanisches Diner und hier habe ich das Feeling auch bekommen und Stefan hat mir halt immer davon erzählt, wie es mit der Bedienung da läuft, so, dass sie halt so freundlich sind, so freundlich als... Bisschen Smalltalk wird dann gemacht, ne? Ja, hat uns gefragt, wo wir herkommen, wo wir hinwollen, was wir vorhaben und sowas. Ja, also ich find's immer nett in solchen Restaurants und das Frühstück, muss ich mal sagen, das war schon richtig reichhaltig, also ich bin jetzt richtig satt. Ich freue mich jetzt auf die Weiterfahrt. Wo wollen wir heute hinfahren? Weißt du es noch, Johnny? 29 Palms. Genau, und da wollen wir den Joshua Tree National Park besuchen. Es wird heute sehr, sehr warm. Mal gucken, ob wir durchhalten. Gut, dass Johnny sich eine Mütze gekauft hat. Ja, Souvenir. So, ja, was soll ich sagen? Draußen sind 40 Grad, 101 Grad Fahrenheit. Wir haben den ganzen Kofferraum voller Wasser und wir haben uns eben diesen Pass hier, America is Beautiful, gekauft. Und damit kann man, der kostet 80 Euro, in alle Nationalparks reingehen, ohne immer extra dafür zu bezahlen. Da haben wir also nach 3 Nationalparks das Geld schon wieder raus. Und eben haben wir schon gelesen, dass es auch tödlich sein kann, einen solchen Park zu betreten bei der Hitze. Aber wir haben ja genug Wasser mit. Und wir lieben ja die Gefahr, nicht, Johnny? Ja, genau. Muss ja spannend bleiben. Richtig. Ja, ein Wahnsinn. Für mich ist das hier insgesamt der schönste Nationalpark, so von dem Anblick her, weil ich diese Joshua Trees auch wirklich mag. Hier ist so einer. Ich meine jetzt hier nicht den hier, aber ich meine jetzt hier dieses Ding. Das ist ein Joshua Tree
Und da ist der ganze Park von voll hier in der Wüste. Der, ja. Aber was ich auch ganz schön finde, ist gerade, also ich bin ja ein Stück alleine schon vorgegangen. Ich muss sagen, es ist richtig schön so diese Stille. Hier hast du wirklich die... Boah, ist richtig geil, die Stille. Man hört hier so ein paar kleine Tiere rumzirpen, aber... Und dann auch noch seine eigenen Schritte, das ist richtig schön. Hier hat man die Ruhe an sich. Hier um uns herum. Das ist wirklich der Arsch der Welt. Und genau da sind wir auch gerade. Ja. Das Navi hat uns in die Irre geführt. Völlig versagt das Navi bei 109 Grad Fahrenheit. Ja, wo wir genau sind, wir wollten eigentlich nach 29 Palms. Ja, wo wir jetzt sind, kann ich nicht sagen. Am Arsch der Welt. Das ist wirklich der Arsch der Welt. Und der Wind, der mir gerade hier entgegenweht, das ist wie ein heißer Föhn. Aber das ist gerade schon irgendwie angenehm wieder. Finde ich nicht, kann ich drauf verzichten. Naja, so, jetzt heißt es 30 Meilen in die Richtung wieder zurück. Genau, denn wir haben auch schon den Grund herausgefunden, warum das Navi uns in die Irre geführt hat. Und zwar, wir haben den Ort eingegeben, aber nicht quasi den Ort ausgewählt, weil man muss den immer noch mal auswählen. Wir haben quasi nur den Namen eingegeben und der hat uns dann einfach in die Ortmitte reingeführt. Und hier, das ist keine Ortsmitte. Ja, aber da, wo der Name steht, immer in der Karte. Also der hat uns einfach irgendwo hingeführt in diesen Ort. Ja. So, ja, als wir dann aber gerade das Navi neu eingestellt haben, habe ich diesmal geguckt, ob da auch ein Gebäude ist, weil hier ist ja wirklich gar nichts, also nicht mal ein Gebäude. Und ja, da habe ich was Gutes erblickt, nämlich bei diesem Wetter, was braucht man da? Eine Abkühlung. Und so wie ich es gesehen habe, war da ein Pool zu sehen. Hoffentlich hast du nicht verguckt. Ja, vielleicht war das ja auch so eine Fata Morgana. Also das muss ich nochmal erzählen. Ich habe zum ersten Mal jetzt so eine Fata Morgana gesehen, weil die ganze Zeit, wenn man hier die Straßen lang fährt, sieht die Straße so hinten so feucht aus. Wenn man so in die Ferne guckt, dann umso näher man kommt, umso mehr verschwindet das. Und das ist doch eine Fata Morgana gewesen, oder? So was Ähnliches zumindest, ja. Wenn es der Profi sagt, na dann hoffen wir mal, dass wir diesmal ankommen. Als hätten wir es nicht geahnt, dass wir uns in der Wüste verirren oder das Wasser brauchen. Da ist es. Guter Vorrat. So, wir haben es überlebt. Wir sind angekommen am Motel und ja, hier lief jetzt eigentlich nichts schief. So, aber was ich jetzt, worüber ich jetzt froh bin, Stefan hat ja erzählt, dass beim richtigen Motel immer das Auto vor der Tür direkt steht. So, und das ist in dem Fall so. Und jetzt würde ich sagen, geht's los mit der Roomtour. So, hier ist die Tür.
sorry. So. Ja, dann geht's los. Wir haben hier erstmal zwei große Betten. So wie ich sehe, wird hier in Amerika wirklich Wert darauf gelegt, dass man ein großes Bett hat. Wie man dann hier sieht, ist hier noch ein gemütlicher Sessel, wo man sich dann auch gut reinlegen kann. Gut. Was ich auf jeden Fall merke, weil draußen ist es so heiß, hier ist es echt gut klimatisiert. Das ist auch echt nötig hier. Weiter geht's hier. Hier haben wir nämlich eine eine Arbeitsfläche. Dann haben wir hier einen schönen großen Fernseher, Kühlschrank und Safe und ja, jede Menge Schubladen. Weiter geht's. Ein Spiegel. Ich glaube, entweder packt man die Koffer rauf, was ich mir gut vorstellen kann. Wundert mich nur, dass es so gepolstert ist. Naja, gut. Weiter. Ist ja auch lustig. Die Toilette haben wir nämlich hier, aber hier ist erstmal ein riesiger Spiegel mit einem Waschbecken und ich denke mal wieder eine Kaffeemaschine. Ja, schade, dass wir die Simone nicht dabei haben. Die hätte sich nämlich sehr gefreut. Weiter geht's mit dem Badezimmer. So, ich dachte kurz Schokoriegel, der hier liegt. Was macht auch im Badezimmer? Was war's denn? Irgendwas zum Eincremen, so. Ja, hier haben wir dann eine Toilette und hier, kommen Sie mal rein, haben wir dann eine Badewanne. Jetzt gucken wir wirklich, was das war. Bodybar. Seife. Seife. Gut, das war's. So, wie gesagt, wir haben ja heute 45 Grad im Schatten. Wir sind hier in der Wüste und der Pool hat hier ungefähr eine Temperatur von über 30 Grad auf jeden Fall. Aber immerhin hat man eine Abkühlung von über 10 Grad. Ich merke das schon, dass es schon ein bisschen kühler ist. Aber ist es ein bisschen kühler, ja. Ein bisschen. Ja. Doch, es ist wirklich angenehm, dass wir in diesem Motel hier, Best Western übrigens, einen Pool haben. Und nahezu wolkenfreien Himmel. Ja. Genießen wir es. Es ist anstrengend, hier zu stehen, Stefan. Ja, stimmt doch. Herrliche Abendstimmung und eine kleine Abkühlung. Wir haben jetzt noch 97 Grad Fahrenheit. Wir sind nochmal zurück im Joshua Tree National Park und jetzt erleben wir hier eine wunderbare Abendstimmung. Und ja, vorhin haben wir uns mehr die Joshua Trees angeschaut und jetzt gucken wir uns mal die Felsen an hier, diese imposanten Dinger, die jetzt schön in der Abendstimmung hier ja, zum Vorschein treten, noch mehr als sonst. Ja, und wir hoffen, dass wir was Schönes zum Klettern finden. Ja, mal gucken, ob wir da hochkommen, nicht? Mal sehen. Jetzt haben wir es uns hier mal gemütlich gemacht. Wir sitzen hier mitten auf so einem Fels drauf und haben hier eine wunderbare Aussicht. Und ja, die Temperatur ist auch gerade angenehm. Auch wenn der Wind, der einem entgegenkommt, auch noch sehr, sehr warm ist, ja, ist es trotzdem echt angenehm irgendwie. Also ich finde, so geht das auch. Also nicht so wie vorhin die Temperatur. Das ging gar nicht, mussten wir hier abbrechen im Park. Jetzt ist es richtig schön. Sonne geht unter. Sieht wir gleich, hätte der Bergkuppel da verschwunden sein. Wunderbare Abendstimmung, also ja, richtig toll. Und wir genießen hier gerade, wie gesagt, die Aussicht.
Was fehlt da bei uns in unserer Fast-Food-Ketten-Sammlung? Burger King, da sind wir jetzt. Mit einem großen Getränk und einem Southwest Whopper, den es bei uns in Deutschland ja nicht gibt. Und was ihm wieder schmeckt. So, denselben Burger habe ich, den gleichen Burger habe ich auch bestellt. Aber ich wusste gar nichts, ich musste mich einfach nur schnell entscheiden und dachte mir, wenn Stefan eine gute Wahl getroffen hat, dann... Boah, der ist ja riesig, der Burger. Na gut. So, ein neuer Tag fängt an. Ja. Und für mich ist es heute absolut eine Premiere, dass es in einem Motel in den USA ein Frühstück gibt. Und das habe ich wirklich so in dieser Form noch nicht gesehen. Tolle Sachen hier. Ein Saft, Toast, Rührei, Speck und Johnny. Ja, ich habe mir bis jetzt nur ein Brot geholt. Aber ich habe gesehen, man kann sich auch Waffeln machen. Und machen. Genau. Wir haben uns jetzt Waffeln gemacht und ja, probieren wir mal, wie die schmecken. Ich habe mir hier so einen Schokosirup drauf gemacht, war leider schon fast leer, wie man sieht. Und ja, das lassen wir uns gleich schmecken, wenn es abgekühlt ist. Man musste erstmal kapieren, wie das überhaupt funktioniert mit dem Waffeleisen. Teig reintun, Deckel schließen, dann das Ganze umdrehen und dann ging der Countdown los und am Ende sieht es dann so aus. Ich freue mich schon mal darauf. Ich liebe Waffeln. Ich auch. So, schon sitzen wir wieder im Auto und es geht weiter Richtung Arizona in einen Ort namens Kingman. Und ja, Stefan meinte zu mir heute Morgen, das Highlight des heutigen Tages wird eigentlich mehr die Autofahrt, weil wir über die Route 66 fahren. Und dann denke ich mal, dass es hier auch einiges zu gucken gibt. Ich finde es jetzt gerade schon schön, weil hier so richtige Wüstenlandschaft ist. Und ab und zu auch mal ein paar Häuser, wo ich mich frage, so, mein Gott, wie kann man das aushalten, hier zu leben? Nicht nur wegen der Hitze, sondern du hast ja eigentlich gar nichts hier. Du musst immer so voll weit mit dem Auto weg, um irgendwo hinzufahren. Und man ist irgendwie so alleine, so abgeschattet von der... Abgeschottet. Abgeschottet von der restlichen Welt. Also finde ich ganz erstaunlich, wenn man da so drüber nachdenkt. Und ja, würde ich sagen, genießen wir mal ein bisschen die Fahrt. Ja, wir haben eine sehr entspannte Fahrt hier Richtung Arizona. Leider mussten wir die Route 66 eben verlassen, weil es eine Teilsperrung gibt. Jetzt fahren wir auf der Interstate 40 und werden irgendwann wieder auf die Route 66 stoßen und dann dort weiterfahren. Natürlich schade, dass uns jetzt ein relativ großer Teil verloren geht. Aber nicht zu ändern, ich meine, es ist ja, man kommt ja aus dem Staunen nicht mehr raus. Es ist für die Amerikaner wahrscheinlich eine ganz normale Gegend, aber für uns beide jetzt hier, Touristen, als ja, Touristen, die so eine Gegend nicht gewohnt sind, diese karge Landschaft, ist einfach toll. Ja, und dann hoffen wir mal, dass wir auf die Route 66 stoßen werden, weil ich habe auf der Karte halt gesehen, da wo das abgesperrt war, dass das halt die Route 66 ist und die genau, also wenn hier unsere Straße ist, genauso hier reinläuft und es dann so weitergeht, dass wir quasi, wenn wir einfach geradeaus fahren, dass diese Straße zu Route 66 wird. Ja, wir fahren hier wie gesagt sehr entspannt. Ich habe den Tempomat eingeschaltet heute zum ersten Mal. Das ist echt eine Wohltat. Man kann echt die Beine locker, die Füße locker hängen lassen. Muss natürlich immer darauf gefasst sein, mal bremsen zu müssen, aber es ist wirklich entspannt, weil auch die Straße ja fast nur geradeaus verläuft. Das ist wirklich angenehm hier. Also nur lenken? Nur lenken, ja.
kleine Pause unter einem ein wenig schattenspendenden Baum. Sind wir jetzt hier und bei 100 Grad Fahrenheit. Und wollen wir mal auf der Karte mal gucken, wo wir genau sind und wo wir hinwollen. Und da haben wir jetzt den John, der sich schon damit beschäftigt hat. Ja, kurze Frage, wozu haben wir eigentlich die Karte? Wir haben noch Navigationsgeräte. Handy ist ja alles modern heutzutage. Das stimmt schon, aber so kann man auch mal sehen, wo man sich genau befindet, weil man das auf dem Navi nicht so genau sehen kann, finde ich. Also so hat man einen Überblick, wo wir angefangen sind, in Los Angeles, bis zum 29 Palms. Ja, ich finde, da hat man einen besseren Überblick drüber, über das Ganze. Gut, dann, falls ich mich blamiere, tut mir leid, ich habe mich damit noch nicht so ganz auseinandergesetzt. Ich glaube, ich kann das digital besser, aber hier habe ich schon ein bisschen geguckt, wo wir sind und wo genau wir sind, weiß ich nicht, aber wo wir uns ungefähr befinden. Da, Route 66. Na, siehst du. So, und ich habe auf der Karte schon geguckt, wo wir sind. Gestartet haben wir nämlich in L.A. Dann sind wir ein bisschen weiter gefahren und dann habe ich jetzt Anhaltspunkt einfach genommen, Joshua Tree National Park. Und dann habe ich geguckt, wo wir jetzt hinwollen. Und so, da habe ich einfach geguckt, Kingman, aber wo ist das jetzt hier? Da haben wir Kingman. Und hier sieht man auch, dass hier dann Route 66 steht. Und dann fahren wir wahrscheinlich hier so lang und können dann hier gleich dann darauf. Also, das kann ich hier drauf nicht so gut erkennen. Auf dem Handy kann man halt ranzoomen und dann habe ich halt gesehen, dass es da reinführt. So, immer weiter auf der Route 66. Johnny kommt auch gleich. Eine Affenhitze ist das hier. 111 Grad Fahrenheit. Hinter uns blaues Wasser und in der Richtung ein langer, langer Zug, der gar nicht enden möchte, wie es aussieht. Wahnsinn, oder? Ja, also von den Zügen haben wir schon viele gesehen, aber noch nicht so richtig in Fahrt. Also, ich finde es erstaunlich, dass ein Zug so viele Dinger tragen kann. So, wir sind jetzt bei Wendy's, hieß das, glaube ich. Hier gibt es auf jeden Fall gute Burger, laut Stefan. Und ich werde gleich damit Erfahrung schließen. Also, ich werde gleich berichten, ob die Burger so gut sind oder nicht. Aber ich denke mal, dass sie gut sind. Und was auf jeden Fall schon mal gut ist, ist die Größe des Getränks. Falls sich jemand fragt, wer ist Wendy, hier ist sie. Und wir sind jetzt schon in Arizona angekommen inzwischen. Und hier sind erstmal jetzt die Fries. Und hier ist der. Unser, wie heißt der nochmal? Die Nummer 8. Big Bacon Cheddar. Guckt euch das an. Probieren wir mal. Ist gut. Sehr gut. So, bestens gesättigt und noch was für unterwegs mitgenommen. Free Refills gibt's hier. Dr. Pepper und Johnny. Ja, bei mir gibt's ein Gemisch aus Cola und Dr. Pepper mit Eiswürfeln. So. Oh, mach mal rein. Ja, heiß hier draußen. So, Klimaanlage läuft. Ja. Draußen immer noch 111 Grad Fahrenheit. Und gut, dass wir hier so große Getränkehalter haben, dass das auch alles hier reinpasst. Jetzt haben wir nämlich noch bis nach Kingman, wo wir heute hier hinwollen. Sind ungefähr, glaube ich, noch, keine Ahnung, 30 Meilen oder 40 Meilen. Nee, das waren nur noch 38 Minuten, haben sie doch gesagt. Ne? Keine Ahnung, sind wir auf jeden Fall irgendwann bald da. Ja. Die Hitze macht einen zu schaffen, wie man merkt. Ich hoffe, die haben auch einen Pool da. So, auf geht's. Ja. So, hier unten packt unser Wagen. Bedeutet, wir sind gut in Kingman angekommen und auch gut im zweiten Stock. Und ich würde sagen, zeigen wir euch mal unser Zimmer. So, hereinspaziert. Und wie man hier auf den ersten Blick sieht, es sieht wirklich aus, also nicht, man sieht da natürlich Unterschiede, aber es sieht halt aus wie das letzte Zimmer, also das von gestern. So, wie gestern zwei große Betten, die man hier sehen kann. Ich schlafe hier, Stefan hier. Und genau
dasselbe System in der Mitte, dieses Regal. Dann haben wir hier eine Arbeitsfläche mit einem Fernseher. Oh, was Neues ist dazu gekommen. Wir haben eine Mikrowelle. So, Kühlschrank. Und ja, hier haben wir dann wieder in so einem Flur den Spiegel mit Waschbecken. Oh, noch was Neues ist dazu gekommen, mein Herkommen. Und zwar haben wir ein Bügeleisen und ein Bügelbrett. Ja, schade, dass wir Simone nicht mit haben, denn wir machen das ja sicher nicht. Dann geht's weiter. Hier hat sich auch was bewegt. Die Badewanne war im letzten Zimmer da und die Toilette war da. So, das ist unser Badezimmer, habe ich dann ja schon gezeigt. Und ja, das wäre es dann auch eigentlich gewesen. Und würde ich sagen, bei der Affenhitze erstmal etwas ausruhen. Ja, das Zimmer ist wirklich so ähnlich wie gestern, aber gestern waren wir in einem Best Western Hotel und heute sind wir in einem Ramada Hotel. Also, ich bin sehr zufrieden, es ist hier auch schön kühl, die Klimaanlage ist auch deutlich leiser als die von gestern. Und ja, draußen sind immer noch über 100 Grad Fahrenheit, es ist kaum auszuhalten. Erstmal geht es gleich an den Pool. In den Pool! So. Nachdem der Pool gestern keine Erfrischung war oder keine große. Ist der hier auf jeden Fall. Der ist zwar nicht kalt, aber er ist kühl. Also der ist richtig kühl. Ist willig, da kann man wirklich jetzt von der Hitze erholen. Okay, ich glaube, wenn wir zu Hause in Bremen wären, wäre das auch so Badewannentemperatur, aber... Nee, das ist schon, also wirklich... ich glaube, man nimmt nicht richtig wahr, was kalt ist und was Das nicht. Ist wirklich eine Entspannung jetzt, sag ich mal. So, und die Route 66, die wir heute ein bisschen befahren haben, hast du eigentlich ein bisschen besser vorgestellt. Aber es waren natürlich tolle Landschaften zwischenzeitlich. Ich habe mir aber vorgestellt, dass man mehr so durch Ortschaften auch fährt, wo dann so, naja, so ein bisschen auf alt gemacht ist alles. Vielleicht gibt's das auch, aber ich habe das zumindest heute nicht gesehen. Aber wir werden ja sicherlich nochmal ein Stück dieser Strecke befahren. So, und nun? Was nun? Die Abkühlung angesagt. So, ich freue mich, es sagen zu können. Wir sind tatsächlich in einem Walmart, weil wir natürlich auch was essen müssen. Warum ich mich darüber so freue, seit ungefähr, keine Ahnung, 2015, 16, habe ich das mal auf YouTube früher gesehen und wollte unbedingt mal zu einem Walmart hin, weil ich die Werbespots auch früher öfters gesehen habe. Und also du meinst jetzt einen Walmart in Amerika oder in Deutschland haben wir auch mal einen gehabt, in Bremen sogar. Ja, aber das ist ja kein richtiger Walmart im Gegensatz zu hier. Nee, dieses hier ist Superstore, das ist schon klar. Ja, und das wollte ich mir mal genauer angucken und mal sehen, ob wir was zu essen finden. Natürlich. Was hast du so in Aussicht geplant? Ich habe gar nichts mehr mir vorgenommen, also hier gibt's einfach alles. Also ich will auch mal ein bisschen rumgucken hier, das macht mir total großen Spaß. Was ich auch gerade so geil finde hier, ist einfach die Anzahl an Müsli-Sorten. Ich meine, wenn wir in Deutschland in irgendeinem Rewe sind, okay, ich vergleiche das tatsächlich gerade mit einem Supermarkt. Oder so hieß das doch, Supermarkt, ne? Super, was heißt? Supermarkt. Nein, ja. Nein, ich meine, das ist ja so Walmart, Superstore. Also, ich finde es echt krass, wie viel die hier haben. Ich meine, hier sind fast zwei Regale komplett voll, gefüllt mit verschiedensten Sorten. Auch mit diesen Floops, was hier so typisch für Amerika ist. Und finde ich auch voll krass, weil die einzigen Sachen, so, die ich jetzt in Deutschland oft in den Regal sehe, sind Kellogg's, Lions und... Allein die Größe ist schon der Hammer, wie fett ja. Diese Packung hier ist. Also, da hat man immerhin was von seinem Geld. Obwohl, ich sehe hier gerade, es geht auch so um die 5 oder 6 Dollar. Ja, nun. Obwohl diese Größe, ja. Dass sie diese Größe haben, finde ich cool. Also, da wird man satt von... Oh! Warte, jetzt habe ich hier sogar was gesehen. Da gibt es doch so auch so Schokoriegel von. Kennst du die? Nein. Ja, cool, was die ja alles hier für Sachen haben. Suchst du doch was? Ja, ich wollte ja Erdnussbutter kaufen. Ja, vorhin hieß es ja, es gibt keine genauen Pläne. Erzähl mal die Geschichte, wofür ist denn die Erdnussbutter? Die Bedienung im Edelweiß hat davon gesprochen und das wollen wir dir mitbringen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass ich so jeden Tag hier in Amerika ein anderes Bier probiere. Bisher habe ich aber nur eine Sorte probiert, weil es gibt einen kleinen Nachteil hier, muss ich mal sagen. Alle, oder fast alle Biersorten, die es gibt,
steht das immer nur in irgendwelchen Sixpacks. Oder noch schlimmer, 12-Pakete. Ich brauche eigentlich Dosen oder Flaschen als einzelne. So, ich nehme das mal hier. Bud Light kann man mal probieren. Und dieses hier hat mich noch angelacht. Soul. Bin mal sehr gespannt, was das ist. So, was haben wir jetzt von Kingman gesehen? Unser Motel samt Hotelpool und den, wie heißt das hier, Walmart Superstore. Wir waren da jetzt nämlich eine Stunde drin. Ja, hat dann wirklich gecatcht, was es da so alles gab. Wir haben uns nämlich jetzt auch Klamotten gekauft. Okay, ja, Klamotten aus dem Walmart holen ist genauso, als wenn du deine Sachen beim Aldi kaufst. Aber ich meine, da waren auch da waren Kooperationssachen bei. Ja. Also da haben wir was gefunden und... Also Johnny hat zugeschlagen, hat glaube ich eine Hose und drei T-Shirts und ein Poster gekauft von... Stranger Things, weil ich habe einen Posterplatz. Da muss was hin. Ich habe Dachschrägen, also kann ich keine Bilder aufhängen, müssen es Poster sein. Naja, und eigentlich wollten wir was zu essen kaufen, was wir im Hotel essen können. Das haben wir jetzt irgendwie so nicht gefunden. Das heißt, gleich geht es erstmal zum Abendessen in irgendeine der zahlreichen Ketten, die hier in diesem tollen Ort ansässig sind. So, aber jetzt erstmal wieder Auto suchen. Ja, klimatisiert. So, nachdem mir Taco Bell so sehr gefallen hat, dachte ich mir, heute geht's nach Del Taco, das ist auch so eine Kette. Hier gibt's auch leckere Tacos und ich habe hier so einen genommen mit Grilled Chicken hieß das, glaube ich. Und probieren wir mal. Super. Dazu gibt's lecker Jericho. Auch dieser Tag geht zu Ende. Es war für mich ein eher ereignisloserer Tag als die gewohnten Urlaubstage in den USA für mich sind. Aber so ein Tag muss auch mal sein. Wir haben trotzdem viel gesehen, aber es ist auch wirklich momentan hier wirklich sehr, sehr heiß und man kann einfach nicht so viel machen. Ja, man steigt aus dem Auto und merkt nach 10 Sekunden, der Kopf ist gegrillt, das Gehirn ist gegrillt. Also echt, da will man direkt wieder ins klimatisierte Auto und ja, wir hoffen, dass wir euch trotzdem gute Einblicke zeigen konnten. Ja, genau. Geht ja noch weiter unser Urlaub. Aber dieser Vlog ist auf jeden Fall erstmal zu Ende, obwohl es jetzt gerade ein bisschen kühler wird. Aber es ist ja auch jetzt schon, wie gesagt, abends. Ja, aber der Vlog ist auch jetzt zu Ende. Wenn euch gefallen hat, könnt ihr ihn hier liken, uns abonnieren und dann bis zum nächsten Video. Ich gehe erstmal wieder in die klimatisierte Bude.